So, da sind wir wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neue Tagesaufgabe. Tagesaufgabe mache ich aber erst, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Das Wichtigste für den heutigen Tag ist ja erstmal der Shop. So, dann erstmal danke für alle, die jetzt am Wochenende im Stream dabei waren. Ihr seht ja, kamen schon wieder 100 Abonnenten mehr dazu. Gruß erstmal an alle Neuen. Und falls die das noch nicht mitbekommen haben, es wird wieder eine Skin-Verlosung geben bei 2500 Abonnenten. Bedeutet, es fehlen schon wieder nur noch 450. Ich sage, es geht manchmal schneller, als man denkt. Aber jetzt erstmal dazu, was musst du tun, damit du einen Skin gewinnen kannst? Gerne natürlich Abonnent sein, gerne meinen Creator-Code eintragen, er steht unten. Aber das Wichtigste überhaupt ist, Freundschaftsanfrage schicken. Wir sehen schon, hier stehen schon wieder drei Stück bereit, die das Ganze schon gemacht haben. Einfach YT unterstrich Family Hack. So, da einfach auf OK. Dann nehme ich gerade hier die drei mal an. So, warum müsst ihr das Ganze tun? Erkläre ich gleich, sobald wir im Shop drin sind. Also wie gesagt, Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit du auch nicht verpasst, wann die Skin-Verlosung ist. Und dann würde ich sagen, noch die Freundschaftsanfrage schicken. Weil wieso, weshalb, werde ich natürlich jetzt erklären. So, wir gehen direkt rein. Eigentlich alles soweit bekannt. Wir haben ein neues Emote. Gruß geht da schon mal raus an Epic. Achtung, ich habe es eben schon gehört. Das ist Party. Und ist sogar eine Fortbewegung. Der ist mal richtig nice. So, dann wieso wir überhaupt jetzt diese Freundschaftsanfrage machen müssen. Erstmal hier kurz zu dem Skin. Der ist halt immer noch im Shop. Also diesmal haben sie eigentlich fast gar nichts Neues drin gemacht. Sie haben einfach fast den Shop von gestern übernommen. Aber hier erstmal zu dem Skin. Ich behaupte immer noch, der sieht dem Raben-Skin so ähnlich. So von der Statur, das Cape, alles irgendwie. Gut, Schlangenkopf natürlich nicht. Und dann natürlich das passende Rückenaccessoire. Und was gab es noch dazu? Ach, die Spitzhacke. Und die Tarnung. Die Tarnung ist also immer noch im Shop. Also ich sage ja, ich feiere die Tarnung wirklich. Und ihr seht ja, wir haben wieder 2000 V-Bucks. Wie habe ich das Ganze hingekriegt? Dreimal dürft ihr raten, rette die Welt. Also Sache, wenn ihr V-Bucks braucht, spielt Rette die Welt. Investiert die 40 Euro in Rette die Welt, ihr bekommt innerhalb von kürzester Zeit 100 wieder zurück. Und glaubt mir einfach, dagegen ist das Angebot, was ihr im Shop bekommt, gar nichts. So, ich liebe diese Tarnung jetzt schon. Aber ich muss ja meine V-Bucks ein bisschen zusammenhalten. Nicht, dass wir schnell die 2500 haben und ich habe nicht genug V-Bucks für euch. So, warum habe ich jetzt eben gesagt mit der Freundschaftsanfrage? Jetzt kann ich es kurz erklären, wenn ich mal meine Maus finden würde. Da ist sie. Nämlich, wenn ihr gewonnen habt, kann ich euch das Ganze hier nur als Geschenk schenken. So, gehen wir mal hier rein. Ah, hier. Zum Beispiel, wenn du Alex Angelo 26 10 20 heißen würdest, dann könnte ich dir das Geschenk erst schicken in 2 Tagen. Weil Epic Games einfach drin hat, 48 Stunden muss man miteinander befreundet sein, damit man Geschenke verschicken kann. Ist einfach so eine Sicherheitsmaßnahme, weil falls du gehackt wirst, dass dann eben nicht dein Konto leergeräumt wird, nur weil er andere sich dann irgendwelche Skins rüber schickt. Deshalb gerne halt, wie gesagt, Abo da lassen, ach nicht Like, die Glocke aktivieren, damit du halt nicht verpasst, wann irgendwie eine Verlosung ist. Und halt das Wichtigste ist wirklich die Freundschaftsanfrage. So, und nochmal an alle, weil wir gerade eh hier sind, Creator Code. Ich kann nur immer wieder Danke sagen. Also wie gesagt, gestern kamen auch wieder einige neue dazu, aber ihr wisst ja, guckt nach, ob der Code noch drin steht. Einmal YT unterstrich Family Hack, dann noch annehmen.
Dasselbe könnt ihr hier oben rechts nochmal sehen. Und natürlich, wenn ihr euch was kauft, dann steht es hier unten nochmal. So, jetzt gehen wir mal richtig auf den Shop ein. Wie gesagt, die Tarnung haben wir ja schon. Und der Skin an sich, ich finde ihn echt nicht schlecht. Auch ist halt wie der Skin, den ich jetzt auch gerade habe. Der ist halt ziemlich schmal. Wenn nicht sogar noch schmaler. So. Dann was haben wir noch an Musik? Das Rad habe ich ja gar nicht mitbekommen. Habe ich da geschlafen? Aber ich habe ja auch erst bei Season X angefangen. Lol. Wird einem ja schlecht beim Zugucken. So, was haben wir denn noch? Ach, die Aura ist wieder drin. Kam zu Season 8. Boah, ist nicht schlecht. Das Skin an sich ist echt nice. Und dann haben wir noch die männliche Arroganz, ja, die männliche Variante davon. Der liebe Gilt. Oder Gilt. Ja, ist nicht schlecht. Also der hat halt überall so kleine Accessoires, wenn man so will. Und er hat eine Uhr an. Zwar eine Totenkopfuhr, aber er hat eine Uhr. Ist der ein Pirat? Fluch der Karibik. Ihr wisst es ja. So, dann der Sumpfmann. Wir kennen ihn. Viele lieben ihn. Ich nicht. Ich weiß nicht, die Sache. Es gibt eigentlich nur eine Art, wo mir gefällt, und das ist wirklich die letzte. So würde ich ihn vielleicht noch spielen. Da ist er, ja, da ist er okay. Aber von vorne absolut nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sehen den Skin zu 90% eh immer nur von hinten. Vor allem, was er da an den Arschbacken hat, weiß man auch nicht. Ob das Arschbackenimplantate sind, damit der Arsch knackiger wird. Naja. Also, damit fällt man auf jeden Fall auf. Also, wer auffallen will, für den ist das hier der beste Skin. Mit. Vor allem hier gerade dieses Orange. Das hier geht eigentlich auch noch. Vor allem immer die Zunge. Aber hat auch immer eine andere Farbe, die Zunge. Und gerade mit Punkten. Wenn ihr mal so eine Zunge habt, habt ihr echt ein Problem. So, was haben wir dann noch dabei? Das Rückenaccessoire. Ist halt ein bisschen am Überquillen, würde ich sagen. So, dann haben wir die weibliche Wrestlerin wieder drin, Dynamo. Auch nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Aber was Wrestling betrifft, da hätten sie sich schon noch ein bisschen mehr einfallen lassen können. Wir haben ja wirklich nur die weibliche Variante und die männliche. Und dann Amerika Wrestling eigentlich so hoch angesehen wird, wundert mich echt, dass wir so wenig Wrestling da drin haben. Wundert mich wirklich. So, dann gehen wir mal weiter. Ratschlag noch mal ganz kurz. So durch die Welt rennst, kann ich ja eigentlich keiner treffen. So, dann haben wir noch den Stachelschwinger. Fellkommando. Kann ich überlegen, zu welchem Skin das nochmal gehört. So, dann haben wir Emote. Keine Ahnung. Was? Wie ist dein Name? Weiß ich nicht. Warum verschenkst du so gerne Skins? Doch, ich kann euch die Antwort geben. Einfach aus Respekt euch gegenüber. So, dann haben wir halt wie gesagt nochmal Ranger. Wir kennen ihn. Season 1 Skin. Besser geht's nicht. Ich wette, viele werden sich den kaufen, einfach nur um auch ein Ben zu haben. So blöd sich das anhört. So, dann hören wir uns mal gerade kurz die gute Laune Musik an. Also Musik ist schon geil. Ohne Quatsch. Vor allem so könnt ihr halt auch laufen, ne? Also es ist ein Fortbewegungs-Emote. Vor allem die Musik wird besser.
Die sehr schön schlechte Musik. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Wie gesagt, an die Neuen erstmal seid gegrüßt. Aber Freundschaftsanfrage nicht vergessen. An die komplett Neuen, Abo nicht vergessen, Glocke nicht vergessen. Freundschaftsanfrage nicht vergessen. Und an die Supporter unter euch, denkt an den Creator Code, guckt immer ein bisschen nach. Egal wen ihr unterstützt, selbst wenn ich es bin. Egal wer, guckt nach, dass ihr einen eingetragen habt. Wäre halt ärgerlich, wenn nicht im Allgemeinen, nicht auf mich bezogen, sondern allgemein allen gegenüber. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich muss mich jetzt fertig machen für die Arbeit. Und in dem Sinne, haut rein.